Hallöchen, hier sind wieder Costella. Und Sora. nein. War natürlich nur ein Spaß. Das ist ein Freund von mir, weil Sora ist immer noch im Urlaub. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wann die wiederkommt, aber egal. Deswegen. Ja, und weil ich gerade mal da war, dachten wir, wir machen einfach mal weiter. Der kann ja gut mal Ersatz leisten hier für Sora, ne? Okay, hast du schon mal ein Tomb Raider Spiel gespielt? Nein, ich wollte vielleicht kaufen, aber ich hab's dann doch nicht getan. Du bist tot. Nee. Gratulation. Nee, wirklich? Okay. Nee, doch, nee, wirklich. Huch. Ich finde, du solltest dir mal Tomb Raider holen, weil das ist empfehlenswert. Okay, wenn ich da Geld habe, aber ich habe genug Geld. Aber... Ja, du hast wirklich genug Geld. Ja, der ist so voll das reiche Kind. Reiches Kind? Ja, reibt man nicht, ne? Hier, wahrscheinlich muss ich Dodder. Kann ich... Kann man hallo? Da dran springen? Moment. Soll mal aufhören, hier zu schwingen. Nein. Ah, kann ich drehen, okay. Also ich habe ja nicht alle Teile angeguckt, aber ein paar, aber... Das ist Anniversary. Ich meinte deine Let's Play-Teile, nicht die Teile von Tomb Raider. So. Ich habe sogar noch mitbekommen, dass das Ding Anniversary heißt. Wow, okay, wo muss ich hin? Von da irgendwo hatten wir mal so Geräusche gehört, keine Ahnung. Oben auf die Plattform. Jedenfalls da ein Relikt, was ich haben will. Ach komm, Lara. Ich muss jetzt zurücklaufen, ne? Bei Assassin's Creed könnte man einfach die Wand hochlaufen. Ja, super bei Assassin's Creed. Spielst du das? Das hat mir ein Kumpel gestern gegeben. Okay, und ist das gut? Ich find's cool. Das ist bei Assassin's Creed 1, aber... Ich hab's noch nie gespielt, aber ich find's echt cool. Aber wir spielen gerade Tomb Raider, nicht Assassin's Creed. Ja, egal, du kannst ja trotzdem Sachen erzählen. Klar, ich kann Sachen erzählen, Er hat eine sehr dunkle Stimme, nicht wahr? Dunkle Stimme, mein Gott, selber hört, wenn man seine Stimme so selber hört, dann hört sie sich ja meistens ganz anders an. Und ich finde die Stimme nicht ganz so dunkel, aber alle sagen, ich hätte eine komische Stimme. Okay. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, du wärst schwul. Fick dich. Hallo, nicht so eine Ausdrücke hier in meinem Netz. Sorry. Wo ging es nochmal hin? Kannst du mir mal die Uhr da hinten geben? Die Uhr da hinten, meinst du die Uhr mit dem grünen... Ja, meine Männchen. Space Invaders Uhr. Kann mich nochmal lang. Kennst du das nicht? Es ist halb fünf. Okay, stell dich mal dahin. Gut, wir haben ja erst vor ein paar Minuten angefangen. Und wir wissen, wie lange es ist. Ein Part ist wie lang? Ja, so um die 15 Minuten. Ja, ab 15 Minuten will YouTube nicht mehr. Ah, doch. Also wenn man angefangen hat zu Let's Playen, dann... Also halt allgemein Videos zu machen, dann will der nach 15 Minuten halt nicht mehr hochladen, aber wenn man dann schon länger drauf ist, dann sagt einem irgendwann, herzlichen Glückwunsch, Sie können jetzt über 15 Minuten uploaden. Hast du das schon? Ja. Wie lange kannst du jetzt hochladen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will es auch nicht so austesten, ne? Am Ende mache ich ein langes Video und dann geht das nicht. Jemand hatte mal gesagt, es würde 30 Minuten gehen. Aber keine Ahnung. Mach einfach 15. Ja. Weil ich stehe eh nicht so auf lange Parts, dann so kurze Parts kann man schön mal in den Nachmittag intrigieren. Komm, Lara. Wow. Und das intrigieren. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich würde sagen, da drüben hin. Warte. Das kann man... Warte. Da. Da. Man hat keinen Maus, deswegen kann man schlecht zeigen. Also da, was da in der Mitte ist. Da, wo dieses Blinkdings da, ist. Das, wo das Blinkdings hier ist. Okay. Du kannst ja mal so erzählen, was du so für Spiele spielst. Was ich spiele? Ja. Ich spiele manchmal League of Legends, ein Spiel, was so jeder spielt, was du nicht magst, ich weiß. Ja, League of Legends ist so ein... Das kennt man, das musst du nicht extra kennen. Nein, meine Abonnenten kennen das garantiert nicht. Sorry. Also, keine Beleidigung, wenn ihr das jetzt kennt oder so, ne? Aber das, ich glaube, unter den meisten ist es nicht so bekannt. Ach komm, das ist so nicht das ist so ein Spiel, wo man online gegen andere spielt, so... Mit Skills, die man einsetzt, so Fähigkeiten und dann macht man sich gegenseitig platt und verliert oder gewinnt und so mit Teams. Die müssen so einen Standpunkt zerstören oder so halt und ja. Da spiele ich auch nur mit den Jungs, wenn dann mitreden kann. Wenn du mitspielen kannst, ja. Ich mitreden kann. Also sonst ist es ziemlich scheiße, mit denen zu telefonieren, wenn die dann die ganze Zeit nur so, hier, der macht Jungle und so, ne? Und machst du da hier und blau.
und SS und was gibt's da noch alles für Abkürzungen? Keine Ahnung, ich bin auch nicht so der... Hä, doch, Talent klar. Pro. Hallo, du bist doch Level 30 jetzt, oder? Ja, das ist fast jeder, oder? Nö, ich nicht. Ja, okay, du nicht. Also Level 30 ist das Schlusslevel, also so viel, wie man werden kann. Ja, was aber fast jeder hat. Okay, also was spielst du noch so? Was spiele ich? Deponia? Deponia, habe ich den ersten Teil schon durchgespielt und wir haben gerade den zweiten Teil angefangen. Das also, ist cool. Du hast ihn angefangen, ich hab ihn schon halb durch, glaube ich, aber... Ja, genau. Du hast ihn gerade eben angefangen. Ja, genau. Okay. Das ist wirklich ein schönes Spiel, das ist sehr empfehlenswert, finde ich. Ist sehr lustig. Ein Point-and-Click-Adventure, falls euch der Begriff was sagt. Also du spielst doch meistens Point-and-Click-Adventure, oder? Ja, klar. Ist das anders? Also, ja, also ich spiele schon Point-and-Click-Adventure. Wow, guck mal, sie hat es geschafft. Was ist das da jetzt? Ein blinkendes... Riecht. Nee, du fällst runter. Ach, guck mal. Findest du ihren Arsch jetzt schön so? Da ist dieses Ding immer noch vor. Ja, ich weiß. Nimm's. Ich drücke eh zum Aufnehmen, aber okay, er hat's auch. Sie. Und was macht man mit dem Relikt jetzt? Das ist so eine Errungenschaft. Ich glaube, damit kann man irgendwas freischalten oder so. Ich weiß nicht genau. Nun ja. Bitte, bitte, bitte. Musst du jetzt wieder alles zurück? Ja, genau. Oh, ich muss jetzt wieder alles zurück. Genau, deshalb hatte ich mir überlegt, Two-Player vielleicht nicht zu holen, weil das so ein Spiel ist, wo man die ganze Zeit wieder zurücklaufen muss, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Das ist wirklich scheiße. Und wenn man dann noch so gut ist wie ich, so, ne, dann muss man das ziemlich oft machen. Mussten meine Abonnenten auch schon oft das miterleben. Okay, worüber haben wir eben nochmal geredet? Über Deponia haben wir eben geredet. Deponia, ja. Was ich sonst noch so spiele, außer Deponia und League of Legends. Gute Frage. Ich muss gerade überlegen. Call of Duty. Ja, aber nur selten und das, wenn nur mit meinen Freunden. So allein finde ich das doof, weil es ist ein Spiel da... Ich finde das Spiel allgemein doof. Ja, dann, bei dem Spiel musst du einfach ruhig bleiben. Wenn du anfängst, dich irgendwie aufzuregen, auszurasten, dann... Also, das, dann wirst du echt mega schlecht und... Naja, das Wichtigste bei solchen Spielen ist einfach nur ruhig zu bleiben und sich nicht aufregen und denken, es ist nur ein Spiel. Ich schwöre, ich würde voll ausrasten. Ja. Aber ich spiele es auch fast nie online eigentlich. Immer nur so privat mit ein paar Freunden. Zum Spaß. Ich finde diese Spiele doof. Es sind so Spiele, wo man... andere Leute abknallen muss. Genau. So Ego-Shooter, so Ballerzeug. So. Ballerzeugs. So Jungs-Spiele halt so, ne? Was so Jungs-Spiele. Ich finde das doof. Und Mädchen, sind natürlich auch nur Gamer, wenn sie auch so Ballerspiele spielen. So, ne? So gar nicht mehr gewürdigt, wenn Mädchen auch so, so Spiele spielen. Also so Mario-mäßig oder so. Hallo, der kennt sich gar nicht mit Mario aus. Hallo, ja, das sorry. Gibt's doch gar nicht. Ich bin nicht so ein Nintendo-Freak. Kann man nur, ey. Ich bin ja kein Freak, ich bin... Aber mehr Freak als ich. Ich bin so gar nicht. Ich so Mario, keine Ahnung, was das ist. So, das wird jetzt rausgeschnitten, bis wir wieder da sind. Aber alle meinen, ich werde am Stimmbruch. Keine Ahnung, meine Stimme ist halt so. Deine Stimme ist komisch. Lass meine Stimme in Ruhe. Lass meine Stimme in Ruhe. Okay, ich bin jetzt mal auf die tolle Idee gekommen, hier drauf zu springen. Nach 7000 Versuchen, ey. Wir sitzen in einer halben Stunde oder so. Boah, Mann, voll übertrieben. Scherz, komm. Es ist viertel vor fünf. Wir haben jetzt 10 Minuten lang an diesem 5 Minuten lang hier versucht weiterzumachen. Ja, also so schnell ging es nicht und hier ist auch was, was ich haben möchte. So ein Blinke-Ding. Blinke-Ding. Das sind Pistolen. Das ist kein Blinke-Ding. Neue Waffe. Da, ich lass doch einfach mal irgendwo ich hab, mitten mal, in guck mal, guck mal, ich habe jetzt 150 Schuss. Geil. Ja, aber wer lässt mitten in einem total gottverlassenen Tempel mal einfach so zwei Pistolen rumliegen mit Munition? Ey. Weiß ich nicht. Aber mein Problem ist jetzt, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja. Wetten, du schaffst es nicht, daran zu springen. Ich will... ich würde mal sagen, du musst an die Säule da. Sie kann sich hier nicht ablehnen, also so zum Abspringen mäßig. Geht das nicht? Mm-mm. Hallo, gehst du bitte hoch? Mädel. Okay. Ich kann natürlich versuchen, so da dran zu springen, aber... Ja, dann versuch das doch einfach mal. No risk, no fun. Haha. So, Ron, ich sage auch mal so, risky.
Risky? Ja. Wie du gerade gesagt hast, no risk, no fun. Wir sagen risky. Okay, und hier oben haben wir ein Medipack. Puh. Das ist ein Medipack. Sieht aus wie eine kleine Säule oder sowas. Nee, nee, das war so eine Tasche, so mäßig. Weißt du, das hast du wahrscheinlich nicht genau angeguckt. Nein, okay. Hab ich nicht. Dann müssten wir jetzt wahrscheinlich... Fail. Nee, wenn man da nicht mehr lang kann, ist bestimmt doof. Nee, hier kann man auch nicht mehr. Einfach runterspringen vielleicht? Ach so, hoch. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Oh, gibt's doch nicht. Wirklich, hier muss ich genau abpassen, so. Wow. Oh. Mann, die machen immer so Schock, ey. Okay. Einfach drüber springen. Und jetzt? Ich habe gedacht, es kommt jetzt gleich eine Szene oder so, aber okay. Eine was? Eine Szene, so. Ach so ein eingespieltes Video-Dings da. Kann ich mich an der Kante festhalten, ich will es eigentlich nicht riskieren. Da runterspringen vielleicht und dann so von da aus dann in die andere Richtung wieder rein, dann bist du einen Stockwerk tiefer. Oder so. Boah. Ich dachte, du springst jetzt auf die Plattform da hinter dir, da, die da vorne so. Okay. Aber kann vielleicht machst du ich muss jetzt die wieder so hoch besser. Nein, die muss... Hm? Kann sie nicht, schade. Da? Ich habe gedacht, sie könnte sich vielleicht an der Mauer ablehnen und du dann springst so einfach auf diese Plattform da und dann springst du auf das. Ja, Junge, ja, wirklich. Klar. Guck mal, ist doch voll einfach. Ich hab's geschafft. Wirklich. Kontrollpunkt. Was ist das? Ich weiß nicht. Sie wird nicht einsam. Sieht aus wie zwei Bücher. Das ist wahrscheinlich Munition, oder? Ja, es könnte Munition sein. Ja, guck mal, ich habe einen verschossen, dann kann sie einsammeln, lol. Voll unnötig. Ist so. Den Sprung wollte ich machen. Hui! Okay, es könnten jederzeit auch Monster kommen. Gegner halt so. So Gegner halt so. Hast du bestimmt schon gesehen. Ja, ich hab den Teil 3 oder so, der war cool. Ja, der Anfang von Teil 3. Wer weiß das noch? Wow! Ein Hinweis. Okay, wo gehen wir denn zuerst lang? Oh, da okay, das ist so. Nimm die anderen Weg. Ja, toll, die anderen Wege sind alle zugeschüttet. Das habe ich ja viel Auswahl. Den anderen Weg. Hab ich nicht den gesagt? Keine Ahnung. Was ist das da? Das ist... Oh, nichts. Nichts drin versteckt. Hui, Wendeltreppen. Oh, ich höre Fledermäuse. Das sind Fledermäuse. Das sind Fledermäuse, sorry. Hör doch auf. Oh, Obsifiz, ja. Deponia. Okay. Das sieht nach... Nach so ein... Oh, Griechenland, das Kolosseum abgeschlossen. Das Onosora und die Arme. Artefakte alle gefunden. Reliquien gab es keine. Auch so, dann heißt die Artefakte. Okay. Speichern. Ja, LP-Stand, bla bla. Bing. Bing. Okay. Das sieht sehr nach, ich weiß nicht, Endboss oder so aus. Endboss, das ist eine Statue, sonst nichts. Aber der doch, da ist ein Ding. Das ist noch ein Gorilla. Ach, scheiße, es sind drei. Drei Stück. Geh besser weg. Genau, das ist kein Schaden auf der Seite. Oh, cool, ich bin irgendwo oben drauf. Das aber ich nicht immer positiv, normalerweise. Tot. Hast du ein Medipack, du hast auch ein Stück, also wirklich. Immer noch eins. Noch eins. Es reicht. Okay. Das ist eine abgebrochene Hand. Ja, von der Statue irgendwie. Wahrscheinlich irgendwie so, ne? Warte. Hä? Was ist jetzt los? Ich habe gerade irgendwie goldene Schuhe bekommen. Ich vergolde! Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben irgendwie... Und es leckt, oder? Ist das normal? Ich glaube, wir haben verloren. War das falsch? Das war falsch. Jetzt kannst du nochmal mit dich mit den Gorillas rumschlagen. Also man vergoldet, wenn man auf die Hand steigt. Das ist jetzt... Will das auch schwimmen? Keine Ahnung. Oh, oh Mann, warum ist das ein Wasserraum? Ausdauermäßig. Aber okay, wir haben es geschafft. Nicht auf die Hand steigen, okay. Nicht auf die. Vielleicht steigst du aber besser nicht den Rest der Figur. Ist da ein Schalter oder so, da leuchtet was. Ich will es mal gucken. Also hier kann man auch was machen. Da kann man was reintun vielleicht. Was wir nicht haben.
Okay, also muss man hier auch wieder Sachen finden. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, was ist das denn? Grünes. Ich kann hier nicht hoch, das ist zu hoch. Ja, das sah irgendwie grün aus, oder? Guck mal, da kurz grün hier. Okay, was macht man denn da so Schönes? Nein, okay. Gar nichts, würde ich sagen. Das ist dann wohl nur das, was man einfügt. Nicht auf die Statue gehen, das könnte böse werden. Okay, na gut, dann auch nicht auf die Hütte. Aber hier können wir hoch. Okay, was nützt das uns? Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht da ranspringen, jetzt da hoch. Ja, Junge, das Spielprinzip habe ich schon nicht verstanden. Nicht auf die Hand gehen. Ja, ich denke mal, es ist nur die Handinnenfläche, die das macht, oder? Ich werde es nicht riskieren. Okay, hier ist Wasser. Da vorne ist ein Schalter, das ist immer sehr wichtig. Wichtig. Schalter. Kann man über das Dach gehen oder rutscht man dann runter? Da rutscht man runter. nee, das wird nichts. Dann geh besser wieder zurück. Ich weiß nicht, wie lang ist die Folge schon? Keine Ahnung, viel zu lang. Länger als 15 Minuten. Guck mal. Hui, wir drücken noch diesen Schalter und dann ist Ende. Kannst ja zwei draus machen. Nö, da muss ich umständlich schneiden. Und jetzt? Munition ist oben drauf, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Sammeln wir mal schon ein. Können wir nicht, cool, weil Munition voll ist. Okay, dann... Was ist das? Egal. Nee, wir haben zwei Waffen hier. Wir haben noch einen Strohpfeil. Ach so, wir haben zwei. Okay, gut, dann reicht das jetzt mal. Gut, dann. Tschüss. Tschüss.